Hallo und willkommen zurück zu dem Let's Play von Terraria. Ich wollte mal zeigen, dass ich das TH sehr gut aussprechen kann. So, jetzt schauen wir doch mal. Schnell läuft das Männchen nicht. Da ist immer noch kein Gras auf dem Dach. Da wachsen zwar schon Blumen. Also vielleicht ist es ja auch einfach schief gegangen, vielleicht klappt das ja einfach gar nicht. Werden wir sehen. Und mal sehen, wer da einziehen will irgendwann. Irgendwann mal. Jetzt gehen wir erstmal. Das habe ich nicht erzählt letztens, bevor ich ausgemacht habe, aber ich habe es gesehen. Das sehe ich schon lange. Jetzt machen wir hier erstmal das Kupfer da. Stein im Weg noch. Ich weiß noch nicht, wie viel. Also ich meine, man kann ja mittlerweile ganz viel aus Kupfer bauen. Aber vielleicht wäre noch interessanter Eisen. Gut. Haben wir es mit Kupfer. Also, ich hatte da unten beim Beenden des Let's Plays noch gerade so rechtzeitig gesehen Gold. Und zwar nicht ohne. Also, wieso müssen denn hier eigentlich zwei Fackeln hängen? Wenn ich doch die Fackeln eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Wir müssen wieder mal das Inventar ein bisschen leer machen. Schleim erstmal zu. Komm mal hierher, das nehme ich mal mit. Eieiei, komm, hör auf. Ach komm. So, also wie gesagt, bei den Skeletten, ich habe immer noch keinen Haken gefunden. Ich würde gerne einen Greifhaken bauen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich ihn brauche. So, warte mal, war das hier? Jawohl. Machen wir jetzt hier mal eine Treppe hin wieder. Der Treppenfetischist hier. Ich kann mich erinnern, damals bei Minecraft war das ja nochmal ein bisschen anders mit den Treppen. Da konnte man richtig Treppen bauen. Komm hier, das machen wir gleich ganz weg. Kann man nämlich hier ganz vernünftig runterlaufen. Und auch wieder hoch. So, jetzt haben wir hier unten. Jetzt sind wir hier, sind wir abgestiegen. Gefährlich, ganz schön gefährlich eigentlich. So. Dann sind wir hier nochmal abgestiegen. Wie weit wir schon unten sind, das ist ja der Hammer. Da ist Kupfer. Und dann habe ich, glaube ich, da unten habe ich Goldleuchten sehen. Ich habe es doch hier irgendwo gesehen, ich wusste es. Machen wir eine Lampe so hin. Eine Leuchtwurzel, die war da einfach gut. So, Kupfer ist auf jeden Fall auch nicht so verkehrt. Wobei wir mittlerweile ja schon mehr Sachen aus Eisen gebaut haben. So, ich habe da hinten, genau, ganz viel Gold. Müssen wir uns das mal durchgraben. So eine kleine Höhle kann auch nicht schaden. Wenn jetzt nämlich Mobs kommen, dann kommen die definitiv von rechts. Und dann können wir, außer bei den blöden Hornissen, die nämlich einfach schießen. Da hinten sehe ich auch was hüpfen. Ganz blöd. Fällt mir nicht so richtig. Schauen wir, was es ist. Ach, guck mal. Ich glaube, wir können diese Steine gar nicht abbauen, nicht? Weil wir noch keine Goldaxt haben, oder? Doch, das ist. Das sind nur Amethysten. Super. Das heißt nur, ich weiß noch nicht, wofür wir sie brauchen. Wir haben jedenfalls mittlerweile ein paar. Jetzt sind wir erstmal ausgerüstet. Da kommen wir dem Gold schon näher.
Das ist der Vorteil daran, das gefällt mir sehr gut, dass ich diese ganzen Rohstoffe von alleine in den Vordergrund rücken. Wollte ich das mal so sagen. Also, dass die auf sich aufmerksam machen. So meine ich das. So. Alles Gold weg, was es hier so zu holen gibt. Und dann werden wir, wenn wir das Gold haben, dann werden wir uns auch mit dieser goldenen Spitzhacke beschäftigen. Denn ich glaube mal, dass wir die brauchen, um noch weitere, bessere Rohstoffe abzubauen. Und außerdem könnte man dann mal gucken, was waffentechnisch noch so geht. Das war ja bloß so ein komischer Steinersatz, der da unten zu sehen war, gerade glaube ich. Das gab es damals bei Minecraft, hieß glaube ich Käfer oder so. Käfer oder so ähnlich, also war glaube ich Graphit einfach. Hatte die gleichen Eigenschaften wie Sand. So. Goldtechnisch haben wir jetzt erstmal hier alles. Und dann wollen wir uns diese Höhle noch anschauen. Na, jetzt bin ich einmal hier. Wir wollten doch noch nach rechts gehen. Und da ich ja immer noch nicht Schilder beschriften kann. Ich würde mir gerne hier Wegweiser bauen. Das muss man ja mal dazu sagen. So, eine Schleimmami, komm her. Ich bin gespannt, kriegt man die Steine, kriegt man damit nicht kaputt, ne? Nee. Da glänzt schon wieder was da unten, da gibt's was zu holen. Super. Jetzt kommen gleich zwei kleine raus. Cool. Da lassen wir uns nicht von stören. Schleimbaby, Schleimbaby, drei kleine. Alter, komm, hör auf. Hör auf. Mann, was ist denn los? Mit dem Zielen hat das noch nicht so richtig. Unser kleiner Quitschi. So. Neue Anleitung freigeschaltet. Ich weiß nicht, was ich jetzt eingesammelt habe. Silber? Ist das massenhaft Silber, was da so glänzt? Das. Na, hier, das ist ja. Schön, Fledermaus. Das ist Silber oder ist das Eisen? Silber. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Silber nicht auch schon gute Waffen liefert. Also vielleicht ist Eisen gar nicht. Was war das? Okay, komm, geh weg. Oder? So, ist eine Falle gewesen? Ist hier eine Falle? Oh nein. Na dann, super. Gleich nochmal nach unten. Das Antidot konnte ich nicht finden, ne? Eine seltsame Beschreibung dieses Sterbensfalls. Ich bin in eine Falle getreten scheinbar und ich habe die nicht gesehen. Ich habe es gesucht und in dem Moment, zack, 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 waren die Ärzte schnell weg. Da leuchtet es auch, das sieht dann auch nach Silber aus. Unfassbar, ey. Unfassbar. Da war's. Darum geht's. Wieder für die Maus. Ich werde euch schon noch zeigen. Ich baue einen
Boomerang aus Gold. So. Jetzt schauen wir nochmal, von wo die hier kommt. Das ist der aktive Stein da. Pfeilfalle. So. Da muss auch hier irgendwo diese... Da ist die Platte. Eine braune Platte. So. Und dann graben wir uns hier noch weiter vor zu dem Silber. Diese Höhen, das ist ja der Wahnsinn hier unten. Ach, schon wieder eine Fledermaus. Da kommen wir doch auch auf. Was hier unten noch, das Gelbe ist, glaube ich, noch Topaz, ne? Also kann man nie genug Fackeln irgendwie hinstellen, habe ich das Gefühl. Gimli möchte sich niederlassen. Also, wir haben Häuser vorbereitet, Gimli. Immer komm, fühl dich frei. Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Eigene Wohnung, glaube ich, kann ich dir anbieten. Also dieser Boomerang war ja schon ein Sprengmeister eingetroffen. Haben wir denn jetzt Bomben gefunden? Habe ich gar nicht mitbekommen, wa? Da muss hier irgendwo eine Bombe zu finden gewesen sein. Aber ich glaube... der kommt nicht einfach so. Da muss man, glaube ich, Bomben haben. So, 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 so. Silber, Silber, ohne Ende. Dann gehen wir gleich mal gucken, was Gimli da oben so... was der uns anbieten kann. Das ist ein anderes Skelett, das jetzt gerade kommt. Glaube ich. Ein Minenarbeiter ist das. Ein untoter Minenarbeiter. Ich finde das ja toll, was es hier so alles in diesem Spiel gibt. Ich glaube, der zieht automatisch. Das wäre zumindest ganz cool. Kann man von dem einen Haken bekommen? Ach komm, eine Bombe. Ja, Quitschibu konnte das Antidot nicht finden. Also so eine Schilder sind ja der... den Stein mitnehmen kann. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass man die jetzt einfach aus dem Hintergrund abbauen kann. Und damit nach oben nehmen. Als Andenken. Probieren wir das gleich mal aus. Steigen die Blasen auf. Ach, das ist ja mehr. Genau, Schlick ist das. Was uns hier einfach mal runterfällt. Da ist auch ganz viel Silber. Oh, Wahnsinn. Wir buddeln uns erstmal Materialien aus. Das ist Eisenerz. Oh, sehr gut. Da können wir jetzt, brauchen wir jetzt mit dem Eisen auch nicht mehr so sparen. Da können wir jetzt mal ein paar schöne Sachen craften da oben. Das haben wir erstmal. Was gesammelt, glaube ich. Und jetzt können wir das Eisen ja... Da oben ist auch noch Silber, glaube ich. Aber ich glaube, von da oben sind wir noch gekommen, nicht? Da laufen wir dann eh zurück. Eine Druckplatte. Da vorne. Das darf aber nicht wahr sein. Und die Fallen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man für die Fallen, die kann man nicht benutzen. Einfach so. Da braucht man wohl... Also, es gibt ja gar nicht. Da braucht man wohl Kabel dafür. Noch eine. Mist.
Verstecken wir uns jetzt mal hier drin im Eisen. Im Silber. Und es ist noch mehr. Da gibt es noch viel, so viel mehr. Und die Fledermaus. Das fällt überhaupt nicht auf. Wo ist denn da ist er? Mal nach oben gehen und eine goldene Hacke, also Spitzhacke machen, weil ich glaube, dass wir hier so in einen Bereich kommen, wo wir ohne das perfekte Werkzeug Schwierigkeiten kriegen. Erstmal noch ein paar Skelette klein. Ah, jetzt weiß ich, was es heißt. Das, was gelb ist, das ist von uns angesiedelt, nicht? Das ist das Problem. Alles, was gelb ist, ist von uns angesiedelt. Fidji, wo konnte ich das eigentlich doch nicht finden? Jetzt schauen wir mal. Ein Grabstein, den nehmen wir mit. Schwarzer Schleim, kannst du es mal hier bleiben? Wir haben uns auch die Rechtsseite noch nicht angeschaut. Das wäre jetzt cool, man, ohne. Das habe ich doch schon wieder gesehen. Ach, ich bin auch doof, jetzt fällt mir das erst auf. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich hier immer runterfalle. Das ist der Hintergrund hier. Das ist kein richtiger Stein. Was ist hier los? Kann keinen Schleim da hinsetzen. Kann ich da Stein hinsetzen? Ich kann ja gar nichts hinsetzen. Nichts? Wieso kann ich da nichts hinsetzen? Anders. Das hier immer runterstürzen gefällt mir nicht. Der Blutmond steigt auf. Na prima, super. Also jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, mal das Weiße zu suchen. Frage ist jetzt nur, warte mal, wie sind wir jetzt hier runtergekommen? Hier nicht lang. Hier. Den hebe ich mir auch auf. Komm, die stellen wir uns alle oben hin. Grabstein. Hier hoch? Ne, da vorne hoch. So muss ein Schacht nach unten eigentlich aussehen. Sehr gut. Tageslicht sind wir sicherlich noch ein Stückchen weg. Achso, hier wollen wir lang. So. Ein Fahrstuhl wäre schon der Hammer. Gibt bestimmt auch sicherlich eine Möglichkeit, wie ich mich einfach so zurückspawnen lassen könnte jetzt. Ansonsten irgendwann bauen wir einfach bestimmt. Wir können bestimmt irgendwann einen Teleportstein bauen. Oh, es schneit. Es ist ja Blutmond. Das bedeutet, die Zombies können wieder die Türen aufmachen. Hey, hallo. Krimli. Genau, hier war noch eine Bombe und jetzt kann ich sie nicht finden. Der kann mir Sachen verkaufen. Brauchbar. Für 5 Silber, für 50 Silber. Also ehrlich, ich kann das eher als noch nicht leisten. Ach komm, Bräutigam, was ist denn dir?
kein normaler Zombie. Das stimmt auch schon wieder was nicht. Gut, dass wir eine Fernkampfwaffe haben. Wer bist du? Ja, komm ruhig her. Oh, der hat gesessen, wa? Crit? Oder was war das? Zum Glück kann der nicht schießen. So eine Hornisse wäre jetzt natürlich gemein. Was hast du für mich? Ein Zylinderhut. Die Wunde. Oh ja, komm her. Hör auf, komm. So zu. Okay, so, jetzt machen wir mal Folgendes. Schauen wir erstmal hier. Rein. Pilze, die können wir noch essen. Wo sind die ganzen blauen und orangenen Diamanten? Die sind alle hier. Dann legen wir die jetzt mal hier rein. Biene noch. Amethysten. Da sind noch Bomben. Da haben wir Bomben gefunden. Grabstein kann platziert werden. Das machen wir nachher auch. Ausrüstbar. Mode-Item. Kupferhelm. Eitelkeit. Accessoire. Achso, der Kupferhelm steht bei Eitelkeit? Nee, Accessoire. Wiederbelebungsband. Ausrüstbar belebt langsam wieder. Schnürsenkelkappe. Deswegen werden wir auch immer wieder geheilt. Aha, 1 Abwehr, 1 Abwehr. Dann müssen wir gucken, ob wir die jetzt ablegen. So. Dann die Brille. Wie legt man die jetzt ab? So geht das also. Ich möchte gerne die Brille jetzt ablegen. Ach so. Und jetzt kann ich hoffentlich. Ich möchte gerne den Hut auf den Kopf setzen. Cool. Cool, cool. Cool, so geht das also. Was haben wir hier noch drin? Also, hier haben wir das ganze Zeug drin. Was haben wir denn im Inventar noch? Was ist denn das? Golderz, das schmelzen wir jetzt gleich erstmal in. Clipper verfackeln, können wir das nehmen? Imp-Statue kann auch platziert werden. Moment mal, ein paar Statuen. So, nicht nur Statuen. Ach, Mist. Die Imp-Statue. Wir haben ja schon eine dastehen. Stellen wir uns noch eine hier hin. Meine Grabsteine möchte ich auch noch da platzieren. Ich möchte mal sehen. Geht das? Grabstein. Vielleicht hat er sich ja gemerkt, was drauf stand. Die setzen wir uns hier oben rein, ne? Kann man das, oder? Auf dem Balkon, natürlich. So, komm her. 1, 2. Und steht da noch was drauf? Nö, und auch hier können wir es nicht beschriften. Das ist schade. Ja, aber lassen Sie mal da stehen. So, was haben wir jetzt noch im Inventar, was wir mal so ausräumen könnten? Spinnennetz. Ich glaube, das war hier. Genau, das muss so, vor der Kiste. Spinnennetz ablegen. Silberglipper, Bomben. Waren Bomben auch da drin? Genau. Achso, Bomben waren auch da drin. Legen wir ein. Die Truhe ist voll. Kann man da nur Granate? Ach so, Bombe. Eisenerz. Schmelzen wir. Gold und Eisen schmelzen wir. Leuchtwurz der Saat. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Dschungelspuren. Die sind jedenfalls Material. Hornissenstachel ist auch Material. So,
Wo ist der Leuchtwurzelsalat? Der Leuchtwurzelsalat hier. So geht's nicht. So auch nicht. So nicht. Gut, naja. Pilze, Schilder. Dann gehen wir mal schmelzen. Schmelzen. Und dann, denke ich, werden wir auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Mal schauen, wie viel Gold wir haben. Wir haben nicht mehr alle Zutaten. Gold lässt sich also nicht mehr machen. Bronze. Also Kupferbarren. Eisenbarren, was wir haben. Silberbarren. Oh, das ist gut. Jetzt gehen wir mal hier an die Truhe. Wir haben neue Anleitungen freigeschaltet. Das legen wir jetzt noch erstmal hier gleich rein. Eisen, Kupfer, Silber. Und Gold. Wo ist Gold? Gold. 12. Schauen wir mal in die Kiste, was haben wir denn? Wir haben 16 Gold, wir haben 13 Eisen, wir haben 22 Silber und wir haben 22 Kupfer. Und jetzt schauen wir uns mal an, was haben wir denn für neue Anleitungen? Hier. Was ist das? Dornenchakram. Nahkampfschaden. Das ist eine Waffe. Okay. Grasklinge. Brauchen wir hier. Was ist das? Hornissenstachel und Dschungelsporen. Fernkampf. Okay, das haben wir. Silberhelm hat 3 Abwehr. Goldhelm hat 4 Abwehr. Als Winde machen wir das, glaube ich, gleich aus Gold. Nekrohelm. 5 Abwehr. Da brauchen wir aber Knochen für und Spinnnetz. Also wir müssen eine Menge Untote erlegen. 60 Knochen und 50 Spinnnetze. Okay, Fell, dafür brauchen wir verfaulte Fleischbrocken. Ich hatte eigentlich immer noch gedacht, dass wir irgendwo auch mal ein Bett sehen. Denn ich hatte mal was gelesen, aber das ist vielleicht nur bei der PC-Version so, dass man ein Bett aus Spinnennetzen bauen kann. Pfeile, hier haben wir Haftbomben. Aha. Ich werde mal, soll ich mal so einen Eimer mitnehmen? Ich weiß noch nicht so richtig, wofür wir den brauchen. Im Moment kommen wir ja noch ganz gut zurecht, so. Ein Topf, ein Kochtopf. Fürs Essen kochen vielleicht. Was braucht man denn dafür? Eisenbarren? Oh, 10. 10 Barren aus dem Fenster schmeißen. Aber vielleicht ist der... kann platziert werden, aber ob man das damit was anfangen kann, weiß ich nicht. Wird zu, ach nee, wird zur Herstellung benutzt. So, was steht denn da beim Amboss zum Beispiel da? Wird auch, okay. Gut, wird also benutzt für etwas. Gut. Kupferziegel können wir herstellen. Also hier, das reizt mich ja auf jeden Fall. Aber Spinnennetze, so viele, wie viele haben wir denn mittlerweile? 41 Spinnennetze haben wir. Wie viele Knochen haben wir? Ich würde ja gerne mal 23. Jetzt würde ich ja gerne mal hier diese... Ich hoffe, wir machen mal hier die Tränke, nehmen wir mal hier raus. Und da packen wir hier mal noch die Knochen mit dazu. Und sowas eben auch. Und ist ein Stachel. Was das ist, weiß ich nicht so genau. Kann man nicht mehr ablegen. Dann haben wir doch noch die Trittplatten. Drauf. So. Haben die hier mit drin? Nee. Ach komm, geh doch mal aus dem Weg hier, Heini. So, die Trittplatten. Genau, die waren da drin. Dann legen wir den noch. Dann legen wir da auch
braune Druckplatte, graue Druckplatte, Pfeilfalle. Ich. Also pass auf, wenn wir mal probieren, eine Pfeilfalle zu bauen, kann platziert werden. Versuchen das jetzt mal mit der Druckplatte und mit der Pfeilfalle. So, also wenn man jetzt zum Beispiel hier. Eine Pfeilfalle. Falsch rum. Natürlich falsch rum. Nochmal so rum. So. Jetzt versuchen wir mal eine Druckplatte einfach, aber ich glaube so direkt. Was schön da. Zum Thema Druckplatte. Wird beim Betreten aktiviert und kann platziert werden. Jetzt ist die Frage. Nee, also so geht's schon mal nicht. Gut, das nützt uns also schon mal nichts. Wir können aber den. Wir können aber trotzdem den Stein hier liegen lassen, erstmal den Pfeil. Die Pfeilfalle. Und jetzt ist erstmal wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Ich hoffe, ich habe dich jetzt heute nicht zu lange gequält. Das ist eine ganz schön lange Folge geworden. Aber hier machen wir auch noch so einen Stein hin. Denn hier wollen wir ja mal irgendwann, dass die Zombies uns nicht mehr auf den Zeiger gehen können. Und da fällt sie gar nicht auf. So. Aber die andere, das packen wir jetzt mal hier rein. So, dann legen wir die ab. Die Sachen, was wir jetzt nicht brauchen. Das hat nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert. Bomben. Mal gucken, ob wir die benutzen können irgendwann. Ist kein Platz mehr drin. Überall ist kein Platz mehr. Schon neue Kisten. Tränke. Brauchbar. Kleiner, schwacher Heiltrank. Ja, weg. Dschungelspurenmaterial. Das müsste man eigentlich mit hier hinten in die Kiste reinmachen, aber die ist auch voll. Gut. Vielleicht muss ich hier einfach die Kisten aufeinander bauen. Vielleicht muss ich da Regale bauen, Kistenregale. Da kann ich nicht mehr reinlaufen. Hätte ich das Haus höher gemacht, könnte ich genau auf dieser Höhe noch eine Lehmschicht bauen zum Beispiel. Und könnte da Kisten noch oben drauf stellen. Vielleicht machen wir das auch. Ich kann ja die Etage da oben einfach noch eins höher ziehen. Und dann kann ich da oben alles voller Kisten stellen. Weil ich dann auch so alles voller Kisten stellen. Bevor ich es vergesse, das brauchen wir jetzt gleich noch. Mist, ey, die Folge wird viel zu lang, wird die Folge. Hilfe, 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 Polizei. Machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4. Machen wir ein Spitzdach, ein kleines. Ich weiß gar nicht, wie war das denn? Normales Holz? Das müssen wir sehen. Ja. Ist so. Ach, natürlich nicht so da hochhüpfen, einfach so. Wir machen es mal. So. Schräg da. Okay, so. Das ist ja hier komplett egal, genau. Wir müssen ja nur mal schauen, dass wir das noch ordentlich verbaut kriegen dann. Du kannst ja auch da ausziehen, Walter. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, wenn Walter einmal da ist, dann bleibt er auch da. Reicht denn der Platz jetzt da oben für eine Kiste? Ich denke ja, ne? Müsste reichen. So, und dann machen wir hier zwei.
2, hatte ich gesagt. Du musst es schon zu Ende bringen, was du anfängst. Jetzt bin ich nur gespannt, ob man jetzt da eine Kiste draufstellen kann. Das versuchen wir in der nächsten Folge. Also dann, bis dahin, tschüss.